Hallo Freunde der Kubuswelt, hier ist Rune und im heutigen Let's Show möchte ich mit euch die Stadt Winterhall betreten. Im Hintergrund seht ihr noch die Ordensburg, an der ich die letzten Tage fleißig weitergebaut habe. Ja, ich habe sie so um das Doppelte erweitert, aber dazu kommen wir später. Heute möchte ich euch vorstellen das Torhaus, einen Teil der Stadtmauer und ein kleines Wachhaus. Und wenn man durch das Tor geht, sieht man das Wirtshaus, was ich euch ebenfalls vorstellen möchte. Genau. Ja, das Stadttor ist gesichert mit einem Fallgitter. Und auf die Stadtmauer gelangt man jeweils links und rechts über eine Treppe. Da wollen wir jetzt auch gleich mal hochgehen. So, drüben sieht man schon den ersten Verteidigungsturm und hier gelangt man ins Torhaus. Das Torhaus beherbergt diese Kurbel, an der das Fallgitter befestigt ist, wo es herauf und herab gelassen werden kann. Also hier sieht man die Seile und hier unten das Fallgitter. Genau. Und um den ganzen Mechanismus zu betätigen, braucht man hier mindestens 4 Leute, die das hoch und runter lassen, weil, also kräftige Männer, weil das ist ja auch eine recht schwere Arbeit und ein recht schweres Tor. Dann ist hier noch heißes Pech. Das können wir mal aktivieren. Dann sieht man dann, dass wenn Angreifer versuchen, das Tor einzurammen, werden sie hier mit heißem Pech übergossen und müssen so jämmerlich verbrennen. Gut, dann machen wir das wieder aus. Und dann geht's hier noch nach oben. Und unterm Dachstuhl von dem Wachhaus haben die Wachen noch ihre Quartiere. Also befindet sich noch ein kleines Schlafquartier. Recht großzügig eingerichtet, also viel Platz. Aber die brauchen auch den Platz, um ihre Rüstungen anzulegen, mit denen sie auch gerade so die Luke dann hier runterkommen. Gut, dann gehen wir mal noch ins Wachhaus. Hier sieht man die Zinnen. Und zwar sind sie so angelegt, dass der Bogenschütze hier sehr gut wirken kann. Kann einmal hier durchschießen oder halt hier oben drüber. Aber das Gitter schützt den Bogenschützen natürlich auch sehr gut. Gut. Dann sind ja noch diese Wachfeuer angebracht. Und hier gelangt man dann in das kleine Wachhaus. Hier sind auch nochmal 4 Wachleute untergebracht, die hier ihre Betten haben und hier jeweils eine Kiste, wo ihre Utensilien sich drin befinden. Hier ist dann die Stadtmauer zu Ende und hier oben beginnt dann die Ordensburg. Also es kann halt von oben nichts an Feinden kommen, da die Ordensburg das alles abdeckt. Geht's hier noch nach oben. Und hier ist nochmal ein Lagerraum, wo die Wachen ihre Waffen und alles Mögliche gelagert haben und ihre Rüstungen und sich halt hier auch dementsprechend auf ihre Einsätze vorbereiten können. Okay. Dann nehmen wir mal ein bisschen Fahrt auf. Hier ist dann das Wirtshaus. Also wenn man reinkommt, ist eine prächtige Fassade. Die eingearbeiteten Kellerfenster. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ja, es ist Boromirs Wirtshaus. Als erstes gelangt man in einen kleinen Raum, wo mehrere kleine Tische stehen. Dann kommt man hier zu einer großen Tafel. Und die große Tafel oder beziehungsweise dieser Raum hier
wird beheizt durch zwei Kamine. Und hier hinten befindet sich dann die Bar. Das ist... Ach, guck, der Boromir ist auch da. Und ja, hier wird halt das Bier ausgeschenkt und hier gibt es heiße Getränke. Dann gibt es hier noch einen zweiten Eingang, wo man sich auch ins Freie setzen kann. Und die Küche für das Wirtshaus befindet sich im Keller. Da gehen wir jetzt mal hin. Geht hier die Kellertreppe nach unten. Und hier ist die Küche. Die Angestellte, die die Speisen zubereitet. Ja, die Küche ist halt alles da. Mehrere Öfen, große Arbeitsplatte. Dann ist hier unten gleichzeitig noch der Vorratskeller, wo halt hier das Weinfass steht und die Bierfässer aus der Ordensburg und Akaziensirup aus einer anderen Stadt, die ich euch noch vorstellen möchte, aus Aquileia. Ja, und weitere Zutaten für die Nahrungszubereitung. Und was hier halt sehr schön ist, sind die Kellerfenster. Wenn man hier drauf springt, kann man hier zum Stadttor rausschauen. Halt recht interessant. Und sieht auch ganz gut aus. Hier ist dann eine verriegelte Tür, weil soll ja nicht jeder in den Keller gelangen. Und hier werden halt die Zutaten angeliefert und können über die Kellertreppe im Keller eingelagert werden. Wenn man die Treppe anstatt nach unten nach oben geht, kommt man zur Herberge. Hier sind kleine Zimmer eingerichtet, wo die Reisenden unterkommen können. Auch mit Fenster, und hier ist der das Kaminrohr, also der Schornstein aus der von der Küche unten. Also hat das auch immer schön warm im Zimmer. Das ist die Frau vom Boromir. Und zwar ist das die Alva. Schöne Töpfe. Und hier sind dann noch zwei andere Zimmer, jeweils mit einem Kamin. Extra nochmal beheizt. Und hier hat man nochmal einen schönen Ausblick auf das Stadttor. Das Fenster ist halt geöffnet für frische Luft und ja, schön dekoriert mit Blumen. Hier nochmal das gleiche, nur etwas größer. Auch mit einem Kamin. Und hier ist der Ausblick, ja, Teile der Ordensburg. Und ja, da gegenüber befindet sich die Erzschmelze und der Schmied. So, gehen wir noch kurz nach oben. Unterm Dachstuhl befindet sich einfach nur ein Lager. Also hier werden noch Betten gelagert, je nachdem. Zur Not kann halt hier auch geschlafen werden. Und ja, hier wird alles Mögliche untergebracht. Also ist nicht so besonders hier. Noch ein kleiner Rundflug. Also hier die Fassade von der Rückseite. Ist wieder dieser nordische Baustil, wie die ganze Stadt. Dann ist hier der kleine Anbau, wo wir vorhin als erstes reingegangen sind. Dann nochmal die Front von vorne, wenn man zum Stadttor reinkommt. Und noch der Biergarten. Tja, ist halt auch eine recht interessante Dachform, dadurch, dass sich überall kleine Giebel rausziehen und es auch recht verwinkelt ist. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Schaltet mal wieder ein und bis bald.